Schön die Waffe in den Mund, dann. Wie es halt so ist in der Apokalypse, kennt man ja. Kennt man ja. Hey Kinders, was geht denn bei euch ab? Willkommen zum Skin Giveaway. Meine Skins für euch. Bitches? Ihr seid keine Bitches. Hey, jetzt nehme ich zurück. Hört mal zu und gebt Obacht. Alles samt. Ich zeige euch alle Skins, die ich vergeben will. Ich will 15 Stück vergeben. Ich werde zwischendrin auch einfach das Prozedere aufklären, wie ihr eben mitmachen könnt. Das ist ganz einfach. Das ist ganz einfach. Und ganz vorneweg sei gesagt, ihr müsst mich nicht abonnieren. Ihr müsst kein Abonnent von mir sein, auch kein aktiver Zuschauer. Wäre natürlich schön, wenn ihr aktiv zuschaut oder so, wenn ihr Gefallen an meinen Videos findet, aber es muss nicht sein, ja. Gleich kommen die weiteren Bedingungen. Ich will euch erstmal die erste Waffe zeigen, ja. Die Galil AR Echo. Guckt sie euch an. Wunderschön, oder? Guck mal, grün und weiß. Hier so ein verwertungsgrüner Punktzeichen, ja. Die kannst du auch auf den Acker schmeißen. Die ist dann weg irgendwann. Die wird dann zum Grund verrotten. Ja, ist hier ganz groß geschrieben. Dann das zweite. Ich glaube, das zweite ist fast noch geiler wie das erste. Die AWP Wormgird im Stairtrack. Junge, guck mal. Da sind sogar so Tentakeln drauf, so ein Oktopus oder so. Also wenn das nicht was Krasses ist, ich glaube sogar die mache ich die Thumbnail. Die ist doch geiler wie die Eco, oder? Was laber ich hier überhaupt? Warum habe ich die Eco zuerst gemacht? Ich Vollhorst. Egal, guckt euch das Chatchen an. Der Chat. Übrigens hier, AR, viel testet. AWP Wormgod, viel testet. Kann man leider nichts Besseres ausholen. Dann kommt hier die Farmers Sergeant. Look at this. Halo-mäßig, oder? Wer ein Halo-Fan ist, ist auf jeden Fall auch Fan dieser Waffe. Dann haben wir hier eine weitere Galil und zwar die Stone Cold. Auch so ein bisschen Halo angeschniedelt. Hier, so ein bisschen, oder? Ne? Also, ist auf jeden Fall blau, ne? Könnt ihr euch zulegen, wenn ihr wollt. Ja, es wäre natürlich ganz lieb und nett von euch, wenn ihr im Zuge dieser, dieses Giveaways, es ist kein Muss, aber es wäre echt cool, wenn ihr mich auf Google Plus, wenn ihr mir da folgen würdet. Man kann da irgendwie followen. Ihr seht einfach direkt bei mir im Account irgendwo den Google Plus-Link. Ich mache ihn direkt unten einfach jetzt hier in die Videobeschreibung. Einfach da draufklicken und da folgen drücken. Ich brauche da möglichst viele Follower. Ist erstmal noch ein kleines, aber irgendwann sage ich euch, warum. Die nächste Waffe ist die MP7 Special Delivery. Mit einem Mann drauf. Aha. Also wenn die nicht schön ist, ist das so ein bisschen abgenutzt, klar. Die fällt einem halt auch oft runter, ist ziemlich klein. Ich habe ziemlich große Hände und das Ding, das kann ich gerade mal vergessen, wenn du große Hände hast. Ich hoffe, ihr habt kleine Hände. Die Nummer 6 ist die Star Trek UMP. Wo ist er? Übrigens, Factory New, meine Herren. Da kommst du im Moment auf gute 40 Cent. Oder 30. Naja, also hier, die Star Trek UMP 45 Labyrinth. Mit 51 Kills, die werden natürlich nicht gut geschrieben, kann man nichts machen, aber guck mal hier. Da kannst du mit der Maus entlangfahren, du wirst jedes Mal im Kreis gehen, komischerweise. Die siebte Waffe, Star Trek Glock 18 Bunsen Burner. Ja, die war schon im ersten Giveaway gesetzt und sie wurde nicht abgeholt. Sie wurde knallhart nicht abgeholt. Ich bitte euch auch jetzt dieses Mal, wenn ihr hier mitmacht und ich schreibe euch auf YouTube an, ich schreibe alle Gewinner auf YouTube an. Eure Glocke leuchtet dann da oben, beziehungsweise guckt einfach, sobald ich hau ja auch das Video raus mit den Gewinnern, da steht ja dann euer Name drin. Guckt halt einfach mal an Tag X, das sage ich dann noch, wann ich das Giveaway beende. Guckt dann da bitte auch rein, ob ihr gewonnen habt, weil es haben letztes Mal 5 Leute ihre Waffen nicht abgeholt. Und das ist schon 2 Monate her. Jetzt sind sie fort. Also im nächsten Giveaway drin. Dann haben wir hier die Sword of Shotgun Origami. Ich weiß, wer die will, Monsieur. Schnapp sie dir, du alter Tiger. Die sieht schon gut aus, gell? Oh, so richtig schön gefaltet. Man könnte sie gerade einpacken und in das Männerhandtäschelchen reinmachen. Die Nummer 9 ist die, ist diese hier. Eine Scar 20 Outbreak. Ich finde, die sieht ziemlich cool aus einfach. Also mit diesem grünen Geschlabberbabber Outbreak, ne? Also einfach, ne, die sieht auch super aus. So kann man nichts sagen. Guck mal, ist sogar noch das Etikett dran, damit ihr überprüfen könnt, ob das auch die echte Scar ist. Als 10. haben wir hier die SSG 08 Abyss. Sieht sehr cool aus, finde ich. Ich finde das eine sehr schöne Scout. Sagt man dazu immer noch Scout, so wie früher, ja, oder? Man sagt immer noch Scout. Die 11. Waffe ist die AK Elite Build. Und hier will ich noch direkt sagen, also die einzige Bedingung, die einzige Voraussetzung, um hier mitzumachen, ist, dass ihr hier in die Kommentare schreibt, ich mache mit. Ganz vorne im Kommentar. Nicht irgendwie lalalalalala und dann ich mache mit oder ich mache nicht mit. Nicht mich verwirren. Weil wer da nicht ich mache mit steht, der macht nicht mit. Ich sag's hier ganz feste. Die ersten 3 Wörter sind ich mache mit. Groß- und Kleinschreibung ist wurscht, aber schreibt's bitte nicht ein Buchstabe groß, der andere klein und hin und her, das macht mich wahnsinnig. Ihr macht's bestimmt so, es ist auch legitim, aber macht's bitte nicht, jetzt machen das alle, oh mein Gott. Ja, aber einfach ich mache mit und dann könnt ihr doch schreiben, was ihr wollt. Einfach, hey du Spaß, du bist wunderschön, ich will mit dir gehen, Heiratsanträge, Abtreibungsanträge, alles an mich, nachdem ich mache mit. Okay, dankeschön. Die Nummer 12, die Farmers Survivor See, die war letztes Mal auch mit dabei, richtig geil mit Kratzspuren, da haben sich einfach schon die Gegner reingekrallt, verstehst du? Schön die Waffe in den Mund, dann. Wie es halt so ist in der Apokalypse, kennt man ja.
Kennt man ja. Dann haben wir hier in Minimalware die wunderschöne Galil AR Rocket Pop. Die dritte Galil, die wir hier verschenken. Guck mal, die ist richtig schön. Also ich finde, die sieht einfach saugeil aus. So ein bisschen American Style, also von der Farbgebung her. Ich denke mal, damit hat man Spaß und man fällt auch sehr damit auf. Ja? Die MP7 Urban Hazard, die urbane Hazardus Waffe. Guck mal, so richtig hier mit Tarnfarbe. Das heißt, halt die dir vors Gesicht, die sieht keiner mehr. Du kannst dich als Terrorist bei den Antis am Spawn kein Stück verstecke und mit denen reden so, hallo, wo geht denn der Guy hin? Einfach die Waffe vors Gesicht halten, die sieht keiner. Camouflage nennt man das. Oben das Orangene fällt halt ein bisschen auf, aber das fällt nur noch mehr auf, dass du camouflagisiert bist, ja? Also du bist noch mehr gedeckt, weil alle denken, oh, wer ist denn da so hart gedeckt, krass? Na, du verschmilzt einfach mit deinem Umfeld. Und zu guter Letzt die Dual Barrettas Cartel. Guck mal, oh, ich weiß, die sind nämlich aus dem neuen Paket, aus diesem Wildfire-Box-Ding. Da sind die her, die Cartels. Also da habe ich sie rausgezogen. Ich glaube, das war mit der schlechteste Skin, den man aus der Kiste rausziehen konnte. Aber ich finde, die haben irgendwie was, oder? Allein schon der Name, Cartel, oh, Mafia, Schnurrbart, tototot. Wenn ihr die habt, wächst euch automatisch ein Schnurrbart. Aber nicht nur im Gesicht. Aber auch auf den Zähnen. Ja, also soweit zu den Waffen. Zu weiteren Prozedere. Ihr schreibt, ich mache mit und dann euren Text, je nachdem. Es wäre echt edel, wenn ihr auf Google Plus folgt. Aber es müsst ihr auch nicht, um die Waffen zu bekommen. Müsst ihr nicht. Ich mache trotzdem den Google Plus Link hier unten hin. So, ganz klar natürlich liken. Es ist logisch. Es ist natürlich logisch. Wer logisch denken kann, der liked. Wer atmen kann, sollte liken. Wenn ihr nicht atmen könnt, gut. Wenn ihr an einer Maschine hängt, liked trotzdem. Man kann nie wissen. Dieses Giveaway geht bis zum 5. März. Alles, was nach dem 5. März, also 6. März und später, an Ich mache mit geschrieben wird, zählt nicht mehr. Ich werde auch direkt am 5. März die Auswertung machen. Das Video zur Auswertung werde ich vielleicht nicht direkt am 5. hochladen, also weil ich das rein zeitlich gesehen vielleicht nicht schaffe. Aber zwischen dem 5. und 10. März könnt ihr dann wiederum mit dem Video der Auswertung rechnen. Die Gewinner werde ich aus den Kommentaren herausziehen über einen Zufallsgenerator, einfach Kommentar 1 bis X und zwischendrin sind dann eben, ne, dass ich mir die Zahlen von einem Zufallsgenerator geben und dann bekommt Gewinner 1 Waffe 1, die ich hier vorgestellt habe, also die AR Eco. Gewinner 2 bekommt die AWP Wormgod und so weiter, dann geht's so runter. Soweit so gut, ich hoffe, es ist alles klar. Ich drücke euch allen die Daumen. Ja, freut mich, dass ich euch glücklich machen kann. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao.